Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind in Session Nummer 6, du und dein Smartphone. Und heute geht es darum, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie du diese wunderbaren kleinen Kästen smart nutzen kannst. Um das vorweg zu sagen, ich liebe alles, was mit Smartphones zusammenhängt, die Möglichkeiten, die sie uns geben. Ich würde keine Videos auf YouTube veröffentlichen, wenn ich alles denken würde, dass alles Teufelszeug ist. Aber wie alles hat es Vor- und Nachteile. Und darüber will ich heute ein bisschen mit euch sprechen, beziehungsweise euch darüber was erzählen, und vielleicht wollt ihr irgendwas in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Also, wie gesagt, ich finde, an sich sind diese ganzen technischen Gadgets großartig. Dein Handy erlaubt dir zu jeder Zeit Kontakt zu allen möglichen Sachen wahrzunehmen. Du hast im Prinzip quasi immer eine Bibliothek dabei, wenn du Lust hast. Du hast deine gesamte Musiksammlung dabei, wenn du möchtest, und kannst Musik hören. Es gibt großartige Sachen, die man nur deswegen machen kann, weil es diese großartigen kleinen Geräte gibt. Gleichzeitig sind viele Apps, die wir benutzen, und viele Anwendungen, auf die wir täglich zugreifen, darauf programmiert, mich so lange wie möglich zu beschäftigen, weil eben Anbieter wie YouTube, wie Instagram und so weiter davon leben, dass möglichst viele Leute möglichst lang on bleiben, weil man dann auch mehr Werbung schalten kann, worüber diese Plattformen natürlich ihr Geld auch generieren sozusagen und ihr Einkommen. Das heißt, sie verdienen Geld mit der Aufmerksamkeit von Menschen. Das ist erstmal nichts absolut Schlechtes dran, aber Aufmerksamkeit bedeutet Zeit, die Leute dort verbringen. Und Zeit ist ein rares Gut. Das bedeutet, du solltest dir sehr gut überlegen, was in deinem Leben wie viel Aufmerksamkeit, also was in deinem Leben wie viel Zeit bekommen sollte. Ich glaube, das kennen wir alle. Es war uns nur kurz langweilig. Wir nehmen unser Handy, schauen in Instagram oder irgendwas anderes rein und wollten nur mal kurz nachschauen, und auf einmal gucken wir wieder auf die Uhr und eine Stunde ist weg. Das liegt daran, dass es unterhaltsam ist, dass es auch wirklich lustig ist und dass die Zeit wie im Flug vergeht. Aber wir haben meistens nicht die Entscheidung getroffen, jetzt eine Stunde auf Instagram zu gehen, sondern wir sind so reingerutscht. Und das ist deswegen, weil die ganzen Algorithmen, die hinter diesen Programmen laufen, uns natürlich auch das zeigen, was uns interessiert. Man bekommt immer mehr davon, was man sich angeschaut hat. Das habt ihr auch schon gehört. Ihr habt garantiert auch schon viel von diesen Filterblasen gehört. Aber egal. Also eigentlich bieten sie uns das, was wir sehen wollen. Ist vielleicht auch nichts dagegen zu sagen. Trotzdem ist es Zeit, die wir nicht bewusst dafür eingesetzt haben. Und die Frage, die ich mir stelle oder schon gestellt habe und über die ich gleich rede und die du dir vielleicht auch stellst, ist: Willst du mehr über deine Zeit selbst bestimmen? Wenn du hier sagst, nein, ich bin da total fein mit, dann kannst du gleich zum Ende des Videos springen, wo ich einfach nur über die Apps, mit denen ich gerne arbeite, rede. Wenn du sagst, ich würde mir schon gern anhören, was man so worüber man nachdenken könnte bei seinem Smartphone-Konsum, dann bleib hier jetzt in der Linie. Also, wenn du mehr Kontrolle über deine Zeit haben möchtest, dann gibt es ein paar Tricks, wie du deine Smartphone-Nutzung unter Kontrolle bringen kannst und mehr Zeit für deine Ziele, zum Beispiel deine Prüfungsvorbereitung, freischaufeln kannst. Ich verlinke dir unten auch nochmal ein Interview mit Simon Sinek zu dem Thema, das ich sehr provozierend fand, aber auch ganz spannend, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Also, eine Technik, die ich selbst angewendet habe und auch immer noch beim Installieren von Apps anwende, ist Notifications, vor allen Dingen Push-Notifications, ausschalten. Praktisch jede App erlaubt es dir im Installationsprozess, aber auch noch nachher zu bestimmen, wer darf dir Push-Nachrichten senden. Und es gibt Leute, da vibriert ständig das Handy, weil sie irgendwelche Nachrichten bekommen. Und jedes dieser Vibrieren, gerade, also das ist nicht schlimm, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, aber wenn du zum Beispiel konzentriert einen Text schreiben willst oder etwas auswendig lernen willst, dann ist
für dein Gehirn jeder dieser Blick aufs Handy eigentlich volles rausreißen. Und du brauchst für dieselbe Sache viel länger, als würdest du dir, keine Ahnung, 30 Minuten Zeit nehmen, so lange gucke ich nicht drauf, konzentriert an der einen Sache machen und dann die andere, nämlich dein Handy anschauen. Wir sind nicht multitaskingfähig. Es gibt nur Menschen, bei denen sieht es so aus, weil sie sehr schnell umschalten können, aber auch sie wären schneller, wenn sie am Stück an einer Aufgabe und dann am Stück an der nächsten sein würden. Das heißt, es gibt Studien dazu. Schau bei Aufgaben, die Konzentration erfordern, dass du dein Handy nicht in der, also nicht zum Ablenken benutzt. Also, Push-Nachrichten ausschalten. Es ist so, dass manche Freunde darauf allergisch reagieren, wenn man nicht sofort antwortet. Bitte nimm Kontakt zu den Leuten auf, die dir wirklich wichtig sind. Das sind vielleicht nicht alle 450 Kontakte, die du hast, aber die, die dir wirklich wichtig ist, informier sie darüber, was du gerade tust. Nämlich so ein bisschen Digital Diet, ein bisschen deinen Medienkonsum lenken und sag ihnen, sie sollen einfach kurz anrufen, wenn es was ganz Wichtiges ist, weil du deine Push-Nachrichten ausgeschaltet hast und dann vielleicht erst in einer Stunde, wenn sie was geschrieben haben, die Nachricht siehst. Bei denjenigen, die weiter entfernt sind, nicht so wichtig sind und die dir deswegen die Freundschaft kündigen, da würde ich mir auch überlegen, ob es so wichtige Freundschaften waren. So, also das als erstes sozusagen. Schalte deine Push-Nachrichten aus und benachrichtige gute Freunde, dass du das getan hast, weil bei vielen Freundeskreisen ist es inzwischen total üblich, dass ich egal zu welcher Tages- und Nachtzeit sofort eine Antwort erwarte, wenn ich eine Nachricht geschrieben habe. Überprüf dich vielleicht auch mal selbst, bei wem du erwartest, dass er dir sofort antwortet, wenn du eine WhatsApp oder ein Snap geschickt hast. Das zweite ist gar keine Tätigkeit, sondern sowas, was du dir klar machen musst. Nämlich, dass wenn du also gewohnt bist, ganz viele Nachrichten zu bekommen, dann kann das Abschalten der Benachrichtigungen sich erstmal richtig schlecht anfühlen. Auch hier, wie in den letzten Tagen schon so oft, gehen wir wieder in unsere Biologie rein, wir gehen in die Evolution rein. Nämlich sozusagen, woher kommen diese schlechten Gefühle, wenn auf einmal deine Push-Nachrichten weg sind? Evolutionär betrachtet sind wir Gruppenwesen, weil wir in Urzeiten nur als Gemeinschaft überlebt haben. Wir sind nicht die schnellsten Lebewesen auf dem Planeten, wir sind nicht die stärksten und wir können aber unsere Klugheit benutzen, um uns zusammenzuschließen und diese natürlichen Nachteile, die wir gegenüber anderen Tieren haben, sozusagen ausgleichen. Aber als Einzelner warst du in der Urzeit aufgeschmissen. Das bedeutet, der Ausschluss aus der Gruppe, also Ablehnung von der Gruppe, Nichtbeachtung von der Gruppe, bedeutete in Urzeiten, und du erinnerst dich an das Video von vorher, die meisten Tausenden von Jahren waren wir in diesen Urzeitjäger- und Sammlergruppen unterwegs. Der Ausschluss aus der Gruppe bedeutete deinen Tod. Die Umwelt war für Menschen in der Urzeit Jahrtausende lang so gefährlich, dass man nur mit gegenseitiger Hilfe überleben konnte. Und da die Natur unseren Organismus so programmiert, dass wir überleben, hat sie dafür biologische Mechanismen erfunden, nämlich Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir uns so verhalten, dass wir gut überleben können. Das bedeutet, wir schütten zwei besondere Hormone aus, nämlich Dopamin und Oxytocin, wenn wir Anerkennung von der Gruppe bekommen. Warum ist das so? Weil wir evolutionär das brauchen. Wir brauchen die Anerkennung der Gruppe. In den Hunderttausenden von Jahren, heute wäre das vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Wir haben andere Möglichkeiten zu überleben. Aber es ist immer noch so, wenn wir Aufmerksamkeit von jemandem bekommen, dann werden diese im Volksmund auch gerne Glückshormone ausgeschüttet, Dopamin, Oxytocin und belohnen unser Verhalten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir hier unser Handy haben, sozusagen. Und wir haben hier unsere Push-Nachrichten und eine WhatsApp oder ich sehe eure Likes auf meinem YouTube-Kanal oder nette Kommentare. Das ist jedes Mal so ein Mini-Mini-Dopamin-Push. Das heißt, es gibt jedes Mal so ein kleines Glücksgefühl, besser als Schokolade. Und deswegen ist es auch manchmal so, wenn wir uns unsicher sind, dann gucken wir, vielleicht hat jemand was Nettes geschrieben. So. Das machen wir deswegen, weil wir sozusagen diesen kleinen Mini-Glückspush haben wollen, dass uns jemand bemerkt. Wenn wir jetzt viele Nachrichten jeden Tag bekommen, dann
kennt unser Körper einen ziemlich hohen Spiegel von diesem Glückshormon. Und wenn wir jetzt auf einmal die Nachrichten abschalten, dann ist unser Körper daran gewohnt, dass die eigentlich regelmäßig reinkommen. Dieses, oh ja, du wirst bemerkt, du wirst bemerkt, du wirst bemerkt. Und jetzt sind sie auf einmal weg und dann schreit unser Körper danach, weil beide Hormone, sowohl Dopamin als auch Oxytocin, sind süchtig machend. Also wir wollen mehr davon. Das bedeutet, was passiert, wenn ich sozusagen etwas, was so einen Suchtstoff habe und kriege ihn nicht mehr, ich kriege Entzugserscheinungen. Ich werde vielleicht nervös, ich werde vielleicht übellaunig, vielleicht werde ich sogar aggressiv, keine Ahnung. Macht euch darauf gefasst, dass das normal ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr einen Klatscher habt, sondern es liegt einfach daran, dass wir uns durch diese super kleinen Geräte, mit denen wir mit der ganzen Welt verbunden sein können, auch daran gewöhnt haben, dass wir zu jeder Sekunde mit der ganzen Welt verbunden sind. Problem ist, wenn ich zu jeder, also wenn ich mit der Welt verbunden bin, dann bin ich mit meinen Gedanken in der Welt. Ich bin in diesen Hunderten von Verbindungen, in diesen Tausenden von Verbindungen. Und wenn ich jetzt aber gerade eine Aufgabe habe, die mich im Hier und Jetzt beschäftigt, dann habe ich, wieder die Energiefrage, nicht so viel Energie übrig für die Hier- und Jetzt-Aufgabe, sondern ich bin die ganze Zeit in meiner Kommunikation. So, das heißt, macht euch darauf gefasst, dass das Abstellen von Push-Nachrichten erstmal so ein Entzugsprozess ist, bis sich dein Körper daran gewöhnt hat, dass er nicht so viel bekommt. Und wie geht man jetzt mit solchen Entzugserscheinungen um? Einmal ablenken ist eine gute Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, nicht komplett zu verzichten, sondern einfach nur zu sagen, okay, wenn ich arbeite, ich meine, meinetwegen, ich bleibe bei den Push-Nachrichten. Zum Beispiel, ich habe sie bei WhatsApp immer noch sozusagen und ich habe sie auch beim YouTube-Kanal, weil ich eure Likes gerne mag. Aber wenn ich wirklich konzentriert bin, lege ich mein Handy weg oder arbeite mit meiner Fokus-App, dass während ich arbeite, sozusagen, ich nicht abgelenkt werde von den Push-Nachrichten. Eine andere Möglichkeit ist, in real soziale Kontakte zu investieren. Das heißt, ruf mal wieder jemanden an, telefonier mit jemanden, triff dich mit jemanden. Okay, jetzt unter Corona-Zeiten etwas schwieriger möglich. Schreib mal eine Postkarte. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe von vielen Leuten, die ich wirklich gerne mag und mit denen ich eigentlich viel zu tun habe, gar keine Adresse. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, jetzt nach und nach sozusagen mein klassisches Adressbuch mal wieder zu pflegen und von Zeit zu Zeit mal einen Brief zu schreiben oder eine Postkarte. Das heißt, ich füttere mein Bedürfnis nach Beziehungen, weil ich es gar nicht ändern kann. Wir sind soziale Wesen, wir sind davon abhängig und unser Glück ist davon abhängig, ob wir Beziehungen haben. Und mit Beziehungen meine ich nicht unbedingt Partnerschaft, sondern einfach Freunde, gute Bekannte und so weiter. Aber ich fütter sie nicht nur auf den sozialen Medien. Der dritte Tipp: Lege dein Handy so weit entfernt von dir ab, dass es ein kleiner Aufwand wäre, es zu holen. Das bedeutet, wenn du deine Push-Nachricht hast und es brummt hinten irgendwo und du müsstest erst aus dem bequemen Sofa aufstehen, in die Küche gehen, dann wirst du in mehreren Fällen überlegen, ah, lohnt sich das jetzt oder bleibe ich doch bei dem Buch, was ich lesen muss für morgen für die Schule. Und wie versprochen, jetzt zum Schluss noch meine Lieblingsarbeits-App derzeit und das ist Tide oder Tide, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Es gibt eine Umsonst-Version im App Store und ich gehe davon aus, dass sie auch im Play Store vorhanden ist, also Tide. Und das ist ein Timer, wenn man die Pro-Version kauft, dann kann man damit auch irgendwelche anderen Meditationsübungen und so weiter machen. Aber in der Umsonst-Version kannst du einen Fokus-Timer da einstellen, nämlich sozusagen zum Beispiel sagen, ich will 45 Minuten konzentriert an einer Aufgabe arbeiten und dabei wird dann ein Hintergrundsound gespielt. Du kannst zwischen verschiedenen Umsonst-Sounds wählen. Ich arbeite am liebsten mit Regen oder mit Waldgeräuschen. Es gibt aber auch noch andere. Und das ist was, was meine Arbeit total revolutioniert hat, weil diese 45 Minuten, da kommen keine Push-Nachrichten durch oder beziehungsweise kannst du deine App so einstellen. Und dieses Geräusch, dieses Hintergrund-Naturgeräusch, das hilft mir total, mich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, besser als jede Musik. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, kostet nichts und ich finde sie richtig super toll. Das war für heute alles.
Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist bei der 7. Session, wo es darum geht, feier dich selbst, also ein bisschen was Entspannendes zum Ende dieser Einstiegswoche. Ich freue mich, wenn du den Kanal weiterempfehlst und das Training weiter mitmachst. Vielleicht hast du Freunde, die das auch interessieren könnten. Unten in den Shownotes findest du das Interview von Simon Sinek verlinkt und du findest auch einen Link zu meinem Newsletter. Da schreibe ich einmal in der Woche das, worum es geht. Wenn du Anregungen hast, was für Apps dir noch beim Lernen helfen oder überhaupt dabei dein Leben gut zu organisieren, also so richtig smarte Smartphone-Apps, freue ich mich über Hinweise in den Kommentaren, weil die vielleicht auch andere interessieren. Also wie gesagt, nutz dieses smarte Phone smart und lass dir nicht die Zeit wegnehmen, die du nicht hast. Wir sehen uns morgen. Bis dann.